los? Wo ist der Hundi? Ich glaube, den finde ich verletzt auf 100 Pro. Was? Hinter mir vielleicht? Nein, okay. Wir gehen einfach geradeaus weiter. Ha ja, jetzt haben wir auf jeden Fall mal wieder Tag. Das ist ja schon mal ganz in Ordnung. Bullet, nicht so schnell. Nicht so schnell. Bullet, stay, stay, stay. Bullet. Blöder Hund, ey. Naja, komm halt wieder. Spielst ein bisschen im Wasser. Freust du dich. Schön. Liegt hier irgendwas rum? Das ist doch... Nee, da geht's gar nicht hin. Ich dachte, da wäre wieder so ein Totem. Genau, ich habe erst zwei von diesen Totems gefunden. Gibt's da nicht noch mehr? Ich meine, ich habe jetzt hier nicht die größte Lust danach zu suchen, so ist es echt nicht, aber... Gut, es gibt bestimmt ein Achievement oder sowas, wenn man alle findet. Aber für die Story wird es wahrscheinlich nicht relevant sein. God, it's freezing. It's gotta be worth it. Na komm, Hundi. Zeig mir, was du mir zeigen willst. Bleib da. Warte. Such. Haustier. Also Pet. Ihn petten. Ne? Halt. Stay here, boy. Genau. Bleib jetzt mal hier. Wo gehe ich eigentlich hin? Da lang. Ist aber nicht gut, auch alleine rumzulaufen, ne? Er kriegt ja so gewisse Probleme, wenn er alleine ist, ne? Aber wir wissen zumindest mal in etwa... Scheiße, unsichtbare Wand. Dann brauche ich auch nicht weitergehen. Ich wollte gerade sagen, wir wissen eigentlich in etwa, wo wir lang müssen, dass wir wieder zurückkommen rechtzeitig, bevor er ausrastet. Aber jetzt ist da ja diese unsichtbare Mauer, die uns gar nicht weiterlässt. Ja. Dann gehen wir halt doch mal weiter. Stay close, Bullet. Du wolltest ja eh in die Richtung hier, so wie ich das gesehen habe. Ich glaube nicht, dass es hier lang geht, ne? Nicht ernsthaft. Geht's da lang? Bestimmt, oder? Jawohl! Es speichert auch wieder. Sehr schön. Sets of footprints. Both heavy set, male. One's barefoot. Odd. Ein Barfuß. Fußabdruck. Smoker, huh? Well, if I don't get you, they sure will. Muss der Hund jetzt wieder hin? Bullet. Ah ja. Ja, ist gut. Alles gut. Können wir nicht, ne? Wäre mir neu. What is it, Bullet? What'd you find? All right, good boy, good boy. I move aside. Ich habe eine Ahnung. It's okay, buddy. I don't glaube nicht, dass es okay ist. Just let me take a look and we'll be on. Jesus Christ! Fuck! Okay, can't be it. Damn it.
We were just... I don't understand. Damn it. Oh, God. Fuck. Landing. Oh, God, you... Okay, now you deserve better than this. Fuck. Neck wound. Deep. And his head is... Oh, God, it's barely hanging on. The killer... Oh, skinned his face. Clean cuts, probably post-mortem. Completely different MO than the decapitation wound. Lenning's badge. Oh, no one deserved it more than him. Okay. Oh, da ist noch was. Er hat ein Foto in der Hand. Ich kann nur nicht... Tough, experienced. Creepy. Anita. Auch wieder ein Kind. Steht auch wieder mit dem Gesicht zur Wand. Blair Witch typisch. Aber wer hat den Mann denn so zugerichtet? Muss ja irgendwas Böses gewesen sein, ne? Wo ist mein Hund? Komm. Das ist wieder was. Eine Kassette. Fein. Schauen wir uns gleich an. Der Freundesmord. Das ist das... Ist das der... Ein anderer Polizist hat ihn vielleicht umgebracht. Stellt die Kamera ab, nimmt sich diese Schaufel. Und so wie es aussieht, durchtrennt er ihm damit die Kehle. Dann hat er was weggeworfen. This is no longer just a missing person case. Well, come on, Bullet. We gotta finish this. For Peter and for Lanning. Der Täter hat irgendwas weggeworfen? Schaufel liegt noch hier. Mit der Schaufel hat er ihn ermordet, aber irgendwas hat er doch in die Richtung da geworfen. Weiß. Hundbellt auf jeden Fall. Wo ist er, der Hund? Bleib mal hier. Langsam, langsam, langsam. Sheriff Emmett Lanning. The guy who cared. About everything and everyone. Even me. Really side eye, but never gave up. Not even after I let him down. Rest easy, Emmett. I'll find the man who did this. Der hat auch irgend so ein Geäst auf dem Kopf gehabt, meine ich gesehen zu haben. Jetzt ist die Frage, will mich mein Hund jetzt hier weiter in die Richtung hier lotsen? Komm mal her. Ich haustiere dich mal wieder. Wie spät haben wir es eigentlich? 0:03 Uhr. Mitteleuropäischer Zeit. Also ich fürchte, mit den 3,5 Stunden, in denen das Spiel eigentlich durchzuspielen wäre, das wird bei mir wieder nichts, ne? Ich werde jetzt noch ein Stündchen machen. Und wenn ich es nicht schaffe, dann gibt es halt noch einen Stream. Okay, jetzt ist die Soundkulisse wieder recht verheißungsvoll. Der Baum da ist noch verheißungsvoller. Where did the water go? Is this really the right way back?
Weiß nicht. Is Rand going crazy or... Ja, ich würde ja gerne was tun. Ah, jetzt tut er was. Das ist ein Helm von einem Feuerwehrmann. Was? 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 Oh Gott, hoffentlich verliere ich meinen Hund nicht aus den Augen. Okay, also ich muss offensichtlich immer schön beim Hund bleiben. Der oder das darf mich nicht erwischen. Wo ist jetzt der Hund? Wo ist der Hund? Heiland. Ach je. Ja, ist das so eine Trial-and-Error-Sache, ne? Einfach mal laufen, 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 laufen und hoffen, dass alles gut geht. Wo rennt der Hund lang? Okay, das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Da ist er wieder. Gut. Und dann da rein. Auch wenn ich es eigentlich nicht will. Das ist ja spannend, ey. Shit, no, not now. Come on, work. Der Hund. Du bist schon topfit, ne? Ganz einfach weiter. Das sollen wir nicht anfassen, haben wir gesagt, ne? Nicht unbedingt. Null Checkung. Wo ist... Ich sehe ja nichts. Muss ich mich am Boden orientieren, so ziemlich. Ja. Bullet. Bullet, where are you? Das ist schon fies hier. Alter Verwalter. Okay. Nein, ich will nicht zu dir kommen, Hexe. Wo ist mein Hund? Gib mir meinen Hund zurück. Gib mir meinen Hund zurück. Meine Fresse. Oh Menno, muss ich nach oben gucken vielleicht? Bam. Jumpscare. Hä? Hä? Ah. Ja, nu? Wo bin ich? Geht's hier raus oder rein? Das bewegt sich alles so komisch, wenn ich da laufe, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist, die Richtung. Bullet? Bullet?
Ich glaube, die Richtung war falsch, ne? Ja, ja. Na ja, gut. Dann halt wieder zurück. Dann wird irgendwann wieder das Licht aus... Oh, das sahen gerade die Augen aus. Da vorne. Also jetzt wird gleich wieder das Licht ausfallen, schätze ich. Ganz stark. Das heißt, ich muss versuchen, mich bevor das ausfällt, schon einigermaßen zu orientieren. Jetzt hoffe ich mal, ich komme mit funktionierendem Licht so weit, dass ich einigermaßen Weitblick habe, wann es wo lang geht. Okay, da, okay. Shit. Booth. Wolf. Oh my god. Aha. Fuck. Okay. Also, ist das wohl die einzige Wahl jetzt? Da liegt was. Wieder ein Bild von einem Kind. Das ist allerdings Lucas. Da sehe ich jetzt aber so gut wie gar nichts auf dem Bild, das erkenne ich nicht. Okay. An. Wo ist der Hundi? Ich glaube, den finde ich verletzt auf 100 Pro. Was? Hinter mir vielleicht? Nein, okay. Wir gehen einfach geradeaus weiter. Hier drüben. Naja, ich kann ja nur vorwärts oder rückwärts. Ich werde dir schon in die Arme laufen, Hexlein, nicht wahr? Aber du musst mir versprechen, zärtlich zu mir zu sein. Denn ich bin ein zerbrechliches, menschliches Wesen. Besonders geistig zerbrechlich. Natürlich habe ich hier unten Empfang, ist ja klar. Sprachnachricht. Sie haben eine neue Sprachnachricht. Ja. Und kann ich die hören? Melde dich, wenn du kannst. Bis dann. Egal, ich habe eigentlich vor... Nur angerufen, weil ich... ja, du, die hatte ich gelesen. Sprachnachricht. Wieso höre ich die nicht? Was macht das Walkie-Talkie? Das dürfte ja unten eigentlich auch keinen Empfang haben. Hello? Anybody there? Anyone? The cell is over. Alles klärchen. Sprachnachricht.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, diese Sprachnachricht abzuhören? Spiele? Oh, ich habe Spiele. Cobra Masters. Also Snake. Okay. Shooter Deluxe. Ach du heilige Scheiße. Einstellung. Design. Katze. Klasse. Das nehme ich. Klingelton. Helligkeit. Kein Signal. Natürlich. Aber wie gesagt, Sprachnachrichten kriege ich. Scheiß drauf. Vielleicht kann ich die ja gegen später abhören. Ach ja. Ich abhören die Sprachnachricht, ne? Vielleicht erst wieder draußen. Wenn ich denn hier rauskomme. Was? Ist das Helm? Warte, 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 warte. Ganz langsam. Helm? Ist das ein Schädel? Kam mir da ein Schädel entgegen? Egal, ich find's jetzt eh nicht mehr. Das... Das ist ein Schädel, ja. Finde ich nicht gut. Wo ist mein Hund? Der ist schon wahnsinnig, der Typ. Off the record, Ellis. What the hell happened? You responded to a robbery call. When you got there, you saw them leaving the store. You took out your gun. You told them to stop. The kid reached for something. Was it a weapon? No. And then what happened? Well, you know what happened. This is on me. Adam Shannon. Peter's brother. I don't know what I was thinking. I was the last person he'd want to see. For all I knew, I could have crippled him for life. And yet, I felt it was something I had to do. Had to. I couldn't. Wieder die gleichen Augen wie vorher, in der letzten Rückblende. Er hat seiner Frau irgendwas angetan, habe ich das Gefühl, auch im Endeffekt. Die ruft gar nicht wirklich an, dass das alles nur Wahnvorstellung ist. Ist jetzt nur so eine Vermutung. Was das jetzt mit diesem Militär da sollte? Als wäre er irgendwie im Einsatz gewesen? Easy, boy, easy.
Looks the same, but older. A lot older. Oh, this doesn't make any sense. Ist das gleiche Zelt wie vorher an dem Zeltplatz? Das ist das gleiche Lagerfeuer? Es sieht älter aus, sagt er. Ja, darum ist es auch jetzt so alles hier auf... Ja, so farblich so gestaltet, als sei es irgendwie so... altes Bildmaterial. Videokassette wieder. Gucken wir uns an. It's him. He's buried something nearby. Let's find it, buddy. Irgendwas in der Nähe vergraben. Okay. Und ein Stein drauf oder einen riesigen Felsen drauf gekippt. Der Hund hat definitiv Angst. Jetzt komm mal her. Komm mal her, du. I know, buddy. I know. Das lassen wir wieder hängen. Den Tipp haben wir ja bekommen, diese Sachen nicht abzunehmen. Du musst mir allerdings zeigen, wo es lang geht, Digga. Beziehungsweise sollen wir uns hier mal umgucken, wegen diesem Felsen. Ich würde sogar sagen, es ist jener Felsen. Die Angst, die Monster zu vergessen, von Todd McKinnon. Mein Vater Theodore McKinnon war ein Holzfäller. Als ich noch ein Kind war, nahm er mich oft mit zum Sägewerk in Black Hills Forest, um mir Geschichten über die Monster und Hexen zu erzählen, die dort lebten. Nach knapp 40 Jahren bin ich an diesen Ort zurückgekehrt. Er sah immer noch genauso aus, wie ich ihn in Erinnerung gehabt hatte. Mit Ausnahme seiner beunruhigenden Leere. Niemand war mehr da, um Geschichten über furchterregende Monster zu erzählen. Es gab keine einzige Seele, die die Geschichten hätte weitergeben können. Das Holzunternehmen existierte nicht mehr und das Sägewerk war seinem Schicksal überlassen worden. Aber ich konnte nicht einfach zulassen, dass es vollständig in Vergessenheit gerät. Nicht bevor es mir seine Geheimnisse offenbarte. Nicht bevor ich herausfinden würde, was meinen Vater dazu getrieben hatte, sich das Leben zu nehmen. So, jetzt müssen wir das Video an einer Stelle stoppen, an der dieser Stein noch nicht gekippt ist. Okay, dann ist vielleicht doch nicht der Stein. Aber, Moment, ich guck mir das Video nochmal an. Da sind auch Blumen in der Nähe. Rosa Blumen. Ist der Stein hier? Another one. Wieder so eine Holzpuppe. Da liegt auch irgendwas drauf, ne? Irgendwie ein Klamotten. Eine Decke, Jacke, was auch immer. Ist es vielleicht jener Felsen hier, nicht der da vorne? Probieren wir es mal hier. Digga, bleib mal ganz ruhig, ne? Shush, 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 shush. It's okay, buddy. Everything's okay. Heal! Nee, das rühren wir nicht an, ne? Also, Blumen. Jene Blumen. Okay. Stick close to me. Komm schon, wir schaffen das. Also diese Blumen hier waren im Video. Das heißt, wenn ich jetzt hier hochgehe und da so einen flachen... Na komm doch. Komm her, boy.
Liegt da was zwischen den Blumen? Das sieht auch komisch aus. Nee, bloß Holz, oder? Also es ist zumindest mal nicht symbolisiert, dass ich da irgendwas machen könnte.